Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Ich habe heute eine Etagere mit Natur pur als Deko für dich, als Grundlage für viele Deko-Erweiterungsideen mit Blumen dann zum Bepflanzen, mit Töpfchen, mit Vasen und auch mit Tricks und Tipps. Aber das ist jetzt erstmal die Grundlage, die möchte ich dir ganz gerne zeigen und auch wie die Kränze gewickelt werden. Die kannst du nämlich auch mit Material machen aus dem Garten oder einfach mal einen Waldspaziergang, Korb mit, Kinder mit, Partner mit und dann kann man alles mitnehmen, was so auf dem Boden liegt und hat viel Geld gespart und hat noch Spaß daran. Und wie einfach diese Grundstruktur geht, ob auf einer Tortenplatte, im Tablett oder hier als Etagere, das zeige ich dir jetzt. Was brauchen wir? Ich habe jetzt eine Metall-Etagere, weil ich möchte die gerne draußen hinstellen. Du kannst aber auch, wenn du drin das benutzt, jede Etagere nehmen oder auch vielleicht nur eine Kuchenplatte, muss ja nicht doppelt sein, das reicht ja einfach. Dann lege ich aus mit Moos. Ich finde es ganz toll. Na, ein bisschen die Nadeln abklopfen und lege das Ganze mit dem Moos aus. Aber erst noch die Nadeln runter. Ja, das ist dieses Jahr wirklich schlimm. Die ganzen Wälder, die Fichten, hat es wirklich durch den letzten und vorletzten Sommer so ausgetrocknet, dass die alle dürr werden. Und dann fallen die Nadeln natürlich aufs Moos und dann sieht es schlimm aus. So. Und wenn ich es ausgelegt habe, drückt sich da noch runter, habe ich schon mal Kränze gewickelt. Da gibt es ein extra Video dazu, wie man selber Kränze wickeln kann. Das ist jetzt ein Efeu-Kranz. Na, will er nicht drüber hin. Und da stelle ich mal in die Infobox, wie der geht. Und den lege ich einfach so aus. Und der ist jetzt schon ein bisschen angetrocknet, macht aber nichts. Ich finde die Optik so wahnsinnig schön. Und das ist so die erste Etage, die man machen kann. Auch die kleinen Deko-Blumen hier komplett Upcycling, Natur pur. In Upcycling-Gläschen hatte ich auch schon gezeigt, nur mal nebenbei. So. So, was brauchen wir für die wilden, natürlichen Kränzen? Wir brauchen eine Schere oder eine Zange und ein Bindedraht. Wenn es mehr ins Grünliche geht, im Grün, ansonsten eher so den anthrazitfarbenen Draht. Und dann brauchen wir Ranken von draußen. Ich habe hier mal Efeu hingelegt. Efeu geht das ganze Jahr. Efeu ist das ganze Jahr flexibel und lässt sich gut verwenden. Und strippen wir dann nur noch die Blätter ab und können es verwenden. Außer du möchtest es machen mit Blättern, das geht auch. Die halten auch ein paar schön, paar Tage recht schön. Auch mal 2-3 Wochen, dann trocknen die nur schön ein. Und dann würde ich nur eine Kombi machen mit anderen Ästen, zum Beispiel hier von der Birke. Und dann kann man die Blätter auch dran lassen und nimmt sich verschiedene Stränge. Was auch toll ist, ist Clematis. Das geht aber nur im Frühjahr bis im Sommer. Frühjahr, Herbst geht auch noch, wenn noch ein bisschen Saft drin ist, sonst brechen die. Im Frühjahr geht es nicht. Und wilder Wein ist ganz toll, den kann man benutzen. Und auch die richtigen von den Weinstöcken kann man auch nehmen. Am besten der Weinstock, der klettert. Meiner ist jetzt schon 4-5 Meter hoch. Und dann kann ich im Herbst, im frühen Herbst, ganz toll nach dem Rückschnitt die Ranken benutzen und mache wirklich als Grundlage das Gleiche, was ich dir jetzt zeige. Wie gesagt, es sind wilde Kränze. Es sind keine akkuraten Kränze. Jetzt. Und dann nehme ich hier das weiche Teil von den Birkenzweigen hier zum Beispiel und lege mir die aneinander. Das kommt hier mal raus. Und zwar das festere, dickere, haben wir ja auf beiden Seiten einmal dick und einmal dünn, entgegengesetzt. Einmal unten, einmal oben, einmal unten. Einmal oben. Und die können ruhig unterschiedlich lang sein, weil wir bringen sie ja dann zusammen in einen Kranz. So, wir legen auch später nochmal an.
Und das ist eine ganz einfache, natürliche Dekoart mit den Grenzen, die man als Grundlage verwenden kann, um dann noch weiteres einzufügen, ob jetzt im Herbst, noch mit Blättern, mit Zapfen und im, oder mit im Frühjahr mit ein bisschen Buchs, was man noch reintut als Büschelchen. Ich brauche jetzt einen reinen Kranz mit den Ästen und dann lege ich mir den einfach zu so einem langen Strang zusammen. Ganz lang zusammen. Ich fange in der Mitte an, ist mit einem langen Draht, also ich halte mir es in der Mitte, mit dem langen Draht zu fixieren. Wie gesagt, nochmal, es gibt einen wilden Kranz. Ich hatte nämlich schon mal ein ganz kurzes Tutorial drin zum Kranzwickeln und da hieß es dann teilweise sowas Ungepflegtes und sowas Abgeranztes als Kranz geht ja gar nicht. Deswegen sage ich, das gibt ein wilder Kranz. Es gibt auch ganz andere. So, und dann habe ich mir das in der Mitte zusammengedrahtet und dann schlinge ich mir das nach und nach zu einem Kranz. Weil wir hier weder flechten noch binden. Binden in dem Sinne schon, wenn wir es zusammen gedreht haben. So. Und dann kommt das langsam. Immer so nachdrücken und muss auch teilweise nochmal abschneiden. Aber so fängt es an, dass wir uns den wilden Kranz, den natürlichen Kranz mit Materialien aus dem Garten drehen. So, ich habe hier unten meinen Draht und dann fange ich jetzt schon mal an, den großzügig zu wickeln. Wenn ich jetzt für den Winter einen Kranz-Rohling mache, wo ich dann noch Tannenzweige drumherum binde, ich kaufe mir die nicht, die Strohkränze oder so, das ist mir einfach zu teuer, dann mache ich aus Efeu immer Ranken in dieser Art, auch zusammen ohne Blätter, und umwickel den großen Kranz mit Streifen aus Luftpolsterfolie, wird ganz toll. Darauf kommt drauf an, ob ich den gleich verwende, so wie er ist, oder ob es noch ein bisschen durchscheinen soll fürs Obermaterial, kann man dann noch ein grünes, also für drinnen ist es aber, grünes Seidenpapier drumherum wickeln oder ein weißes oder ein rotes und bringt dann die Fichtenäste auf, ein Büschel oder Buchsbaum. Für draußen, wenn ich den für draußen nehmen will, nehme ich dazu irgendeine grüne Folie, eine weiße Folie, damit ich das nicht extrem deckend wickeln muss mit Buchs, Fichte oder so. Dass, wenn wirklich mal was dazwischen scheint, dass ich die Grundfarbe habe. Und dann sieht man schon, wie schnell der sich entwickelt. Einfach aus den Ästen. Die habe ich gestern beim Spaziergang mit dem Hund, mit meiner Mama und mit meiner einen Tochter, mit der Lilly, mitgebracht. Auf Instagram gibt es davon auch Fotos, wie wir spazieren waren, wer mal gucken mag. Aber ich stelle meine Kinder grundsätzlich nicht auf Facebook, Instagram oder in Videos, dass man sie sehen kann, bis auf den Kleinen, der ist ab und zu schon mal dazwischen gehüpft. Weil die mögen das nicht, denn ich sehe das auch nicht so, dass man die Kinder da in Szene setzt. Höchstens ab und zu machen sie mir mal ein Model, wenn ich was gestrickt, genäht habe, Kostüm oder irgendwas Besonderes fürs Mittelalter zum Anziehen, dann fotografiere ich sie oder filme sie von hinten, damit man wirklich mal sieht, wie toll das angezogen aussieht. So, und dann sieht man, wie einfach das ist und dann wickle ich alles weiter und nehme die Äste noch dazu. Und man weiß ja selber, was so ein Kranz kostet. Und außer Draht ist es hier nicht viel. So, und dann wickle ich den jetzt fertig. Die Überstände schneide ich dann ab. Und dann hat man einen tollen Grundkranz. Ich zeige jetzt nochmal den Schluss. Ich nehme den Draht so um den Finger
mache mir eine Schlaufe für den anderen noch rüber. Finger aus der Schlaufe, wenn es geht. So. Nimm den anderen hoch und verdrehe es hier. Und dann habe ich, wenn ich möchte, gleich einen Aufhänger. Und wenn nicht, dann knicke ich den einfach weg und dann habe ich den ersten Kranz schon. Das schneide ich dann natürlich noch weg. Oder man arbeitet es ein, kann man ein Vögelchen draufsetzen. Wenn man es so rumnimmt, könnte man ein Vögelchen da draufsetzen. Und jetzt mache ich noch das Efeu. Grundlage ist genau das gleiche. Ich nehme noch mal ein paar andere Äste dazu. Anordnen einmal von rechts nach links. Das heißt, einmal rechts der Anfang, dann links der Anfang, sonst wird es einfach zu dünn. In der Mitte zusammengefasst. Das ist auch noch ein Ast, den nehmen wir auch noch dazu. Jetzt habe ich nur noch silbernen Wickeldraht zu Hause, schon wieder 50 Meter alt. Egal, Mitte zusammengefasst, verdreht und dann schön runden gelegt. Hier habe ich jetzt die Blätter dran gelassen. Ich habe ja gesagt, wann die Blätter runter müssten, wie man es mag. Aber wenn er verblüht ist, dann kann man die, nicht verblüht, trocken geworden ist, sind die Blätter und die fallen dann ab, kann man sie abschütteln, abzupfen und hat die Grundlage aber noch als Kranz da. Ich muss das denn anders stellen. So. Und jetzt da wieder zusammennehmen. Das Ganze kann man auch in Tropfenform machen. Ich habe es auch schon gezeigt, wie toll man da Herzen mitmachen kann. Und dann jetzt in grün gewickelt. Ich lege das wahnsinnig gern auf ein Tablett. Stell ein Dekoglas mitten rein. Bei einem kleinen Kranz daneben, wie ich es eben gezeigt habe, und dekoriere mir das dann ganz toll. Wer kein Tablett da hat, ein rundes, eine Kuchenplatte ist toll. Eine runde Backform ist super, so eine Blechbackform in rund. Die kann sogar schon angerostet sein. Das sieht so toll aus als Tischdeko. Und dann macht man seine komplette Deko rein. Äste, Moos, Rinde, ein Brennholz noch dazu, ein kleineres, eine Holzscheibe hochkant gestellt. Frische Frühlingsblühe oder im Winter im Weihnachtsstern diese schönen roten oder weißen dazugestellt in den Kranz oder in ein Dekoglas. Das sieht so toll aus, ist so schnell gemacht, das glaubt man gar nicht. Tolle Geschenkidee, kommt jetzt auch meine Mama. Tablett mit dem Dekoglas und dann richtig Natur auf dem Tisch, weil die liebt das. Und mit dem Tablett kann man es immer schön wegstellen, stört nicht. Mal auf die Seite schieben, wenn Gäste kommen. Mitten drauf, wenn man es schön haben will. Ich mache es oft mit Lichterkette, damit das dann auch leuchtet. Geht aber nur mit LED-Lichterketten, die anderen werden heiß, dann kann es brennen. So, und so viel wie ich jetzt geredet habe, ist der Kranz schon wieder fertig. Das gleiche kann man ganz toll mit Getreide machen im Herbst. Wenn der Weizen soweit ist, nimmt man eine Grundlage auch aus Efeu und wickelt der Weizen Ähren drumherum in Busch, in Sträußchen zusammengenommen. Sieht ganz toll aus. Was auch toll aussieht, ist, wenn man langes Gras nimmt, frisches, langes, verschiedenes Gras vom Wegesrand, kann man auch toll die Kränze machen. Und ich denke, jetzt habe ich wirklich genug Info gegeben. Viele Ideen, was man mit den Kränzen machen kann. Ob klein oder groß, für den Tisch, für die Haustür, als Stuhlkranz findet man dann auch immer. Jetzt muss ich noch ein bisschen Moos holen, lege das oben auch noch auf und lege dann den oberen Kranz drauf. Und das ist so eine ganz tolle Grundstruktur. So. Die Grundstruktur ist soweit und ich mag es grundsätzlich zu jeder Jahreszeit auch mal mit Zapfen und Ästen wieder zu arbeiten als Grundlage. Dazu nehme ich einen Wickeldraht, verschiedene Zapfen. Ich habe halt das Glück, wir haben selber Kiefer, Tanne, Fichte, Lärche, alles zu Hause und dann habe ich die vor der Tür. So, und die drahte ich jetzt aneinander und kann sie so als Gelande super toll verwenden und kann sie dann ins Gesteck mit einbringen. Wie gesagt,
Frühling, Sommer, Herbst und Winter arbeite ich trotzdem gern mit Zapfen. Da dazwischen mache ich dann auch gern mal ein Holz. Das ist jetzt zum Beispiel von der Weinranke, Weintrauben, wird alles benutzt. Korkenzieher, Hase nehme ich sehr gerne, aber ich weiß, ich habe auch das Glück, weil ich es zu Hause habe. Und dann wickle ich mir eine Girlande. So, das war gerade die Nala, unser Hund. Und wie gesagt, einfach mal so eine Girlande wickeln mit dem, was man zu Hause hat oder im Park. Oder man fährt halt mal wirklich zum Waldspaziergang mit dem Körbchen, mit der Familie und sammelt sich auf, was am Boden liegt. Und dann hat man das auch. Erstmal hat man einen tollen Ausflug gemacht. So zweitens mal hat man Material. Wie lange? Dann ein bisschen trocknen, am besten in einem Körbchen oder in der Kiste immer mal zwischendurch schütteln, damit es nicht schimmelt. Auf den Balkon gestellt, Terrasse, ans offene Fenster und dann eine lange Girlande gewickelt, die wir dann dazu verwenden. So, die Girlande ist fertig und dann guckt man mal, also der Draht muss eine Ecke länger bleiben, dann kann man es einhängen. So. Immer ganz gut, wenn vielleicht die Etagere noch solche Nubbel hat, wo man mal den Draht drumherum binden kann, aber das hält auch in sich. Drumherum wickeln. So. Und durch den Drahtteil kann man es wunderbar festmachen, unten drunter schlingen, festmachen. Und dann hat man so eine tolle Grundstruktur. Und das hat jetzt gar nichts gekostet, das ist alles Upcycling. Und das wirkt ja so schon ganz, ganz toll. Für Wind und Wetter ist es wirklich ganz gut, wenn man es wirklich noch ein bisschen festdrahtet. Man hat ja vielleicht hier den Ständer, dann kann man es ein bisschen dran drahten. Oder unten her einfach so mal ein bisschen festmachen, dann hat man länger was davon. Und so ist jetzt die Grundstruktur fertig. Und dann zeige ich im nächsten Video dann, wie man das schon mal ausarbeitet mit Blumen aus dem Garten oder gekauften mit Tipps und Tricks. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Noch viel mehr besondere Ideen, nicht nur aus meiner Blumenwerkstatt, sondern malen, stricken, häkeln, basteln, Chevy-Chic, Möbel und findest du immer kostengünstig in meinem Kanal und gerne immer Upcycling. Und das war's erstmal. Bis wieder mal. Alles Liebe, Kerstin. Tschüss.